Audionachrichten in die laufenden Kleingruppenräume als Host zu senden, ist jetzt mit Zoom möglich und ich zeige euch in diesem Video, wie es geht. Viel Spaß damit! Mit dem neuen Update zur Version 5.11.9 kam ein Feature, das ich mir schon öfter gewünscht habe bei Veranstaltungen. Ihr kennt das vielleicht, ihr habt einen Kurs, ein Seminar, eine digitale Veranstaltung. Eure Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in Breakout-Räumen, also in Kleingruppen am Arbeiten. Und ihr habt irgendwie das Bedürfnis oder es ist notwendig, dass ihr eine Durchsage im Prinzip in alle Kleingruppenräume machen wollt. Noch 5 Minuten Arbeitszeit oder die Arbeitszeit verlängert sich um 10 Minuten oder wie auch immer. Dies ist nun möglich mit der neuen Version 5.11.9 und es ist auch wichtig, dass auch alle diese neue Version auch installiert haben. Wenn Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ältere Version installiert haben, dann hören sie diese entsprechende Durchsagen nicht. Und wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, wie das hier funktioniert. Ich habe hier meinen Zoom-Client schon mal am Laufen und ich gehe hier ganz normal in die Übersicht der Breakout-Räume. Das heißt, ich sehe dann auch hier meine Räume, wer in welchem Raum mit drin ist und habe jetzt hier unten bei Übertragen, wo ich vorher nur die Möglichkeit hatte, Textnachrichten zu schicken, jetzt 2 Möglichkeiten. Einmal Nachrichten übertragen, einmal Sprache übertragen. Nachrichten übertragen, das ist ja die alte Methode im Prinzip. Ich kann jetzt hier einen Text schreiben und diesen mit dem Senden-Button in die Breakout-Räume reinschicken. Dort erscheint jetzt etwas prominenter, so ein kleines Pop-up-Fenster mit der Nachricht. Oder ich klicke auf Übertragen, sage Sprache übertragen und wenn ich hier auf diesen Play-Button klicke, wird alles, was ich dann sage, in die Breakout-Räume direkt übertragen. Kurz und knapp, ich finde, das ist ein wichtiges und sinnvolles Feature. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, es bei meinen nächsten Veranstaltungen auch mal einsetzen zu können. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr es vielleicht schon entdeckt und auch schon mal ausprobiert habt. Ansonsten alles Gute und bis bald. Macht's gut. Tschüss.